herzlich willkommen zu den Most Actives hier live aus der Börse in Frankfurt. Der deutsche Leitindex, der gestrige Erholungsversuch, der war nichts geworden. Heute ging es auch das erste Mal seit November 2020 wieder unter die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke, sogar bis unter die 11.900-Punkte-Marke. Aber im Handelsverlauf, da hat der DAX es geschafft, sich immer weiter aufzuraffen. Und somit sehen wir ihn jetzt aktuell bei 12.108 Zählern. Das bedeutet nur noch ein Minus von 0,3%. Inflation, Zins und Konjunktursorgen sind natürlich nach wie vor das ganz große Thema. Hinzu kommt die Energiekrise mit diesem möglichen Sabotageakt bei den beiden Ostsee-Pipelines. Das ist natürlich ein großes Thema hier an der Börse, aber auch schon ein kleiner Sneak Peek, ein riesengroßes Thema morgen dann, das Porsche-IPO. Und somit wird hinter mir jetzt heute hier auch schon mächtig gewerkelt und man bekommt schon eine Idee, wie das hier morgen aussehen könnte. Das ist jetzt aber nicht unser Thema. Wir schauen jetzt erst einmal einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da sehen wir die Allianz an erster Stelle, gefolgt von der Deutschen Bank. Wir sehen aber auch BASF, ThyssenKrupp und Varta. Und wir werfen einen Blick auf ThyssenKrupp. Eine schwache Profitabilitätsprognose für Carbonhersteller von JP Morgan. Die haben die Branche eben an diesem Mittwoch schwer belastet. Papiere von Salzgitter, die rutschten mit fast 14% ins Minus, aber eben auch ThyssenKrupp sind unter Druck geraten und rutschten auf den tiefsten Stand seit Mai 2020. Der Analyst, der geht davon aus, dass die Profitabilität der Branche in den kommenden 3 bis 4 Quartalen nochmal das Level der Corona-Tiefs von 2020 sehen wird. Sinkende Preise und steigende Kosten, die zehren an den Gewinn und die Volumina, die blieben bei schwacher Nachfrage der Auto- und Bauindustrie mau. Nun der Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da an Platz 1 das Papier von Varta, gefolgt von BASF, Apple, der Deutschen Bank und Morphosis. Und wir werfen einen Blick auf Varta, denn die meisten Analysten, die haben ja nach der Aussetzung der Prognose bei Varta ihre Schätzungen für den Batteriehersteller überarbeitet und den Daumen für die Aktie eben gesenkt. Der Batteriehersteller erklärte mit der Aussetzung der Prognose, dass man eine neue Prognose abgeben würde, sobald dies möglich sei. Aber aktuell sind die Herausforderungen einfach zu groß und 2022 wird daher ein Jahr des Übergangs, so heißt es vom IR-Manager Bernhard Wolf in dieser Woche auf dem internationalen Investmentforum. Kurzfristig ist nach dem satten Kursrutsch unter das Corona-Tief vermutlich kein positiver Nachrichtenfluss von Seiten des Unternehmens zu erwarten, auch wenn wenig neue Eckdaten bekannt sind, haben aber Analysten ihre Schätzungen überarbeitet und im Schnitt erwartet man für das Gesamtjahr nun einen Umsatz in Höhe von 883 Millionen Euro, ein bereinigtes EBITDA von 168,5 Millionen und einen Gewinn je Aktie von 96 Cent. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Deutsche Bank. Die Aktie der Deutschen Bank, die ist heute hier zur Wochenmitte auf ein neues Tief seit Oktober 2020 gefallen, konnte sich im Handelsverlauf aber schon wieder etwas berappeln. Europaweit standen am Mittwoch die Bankenwerte unter Druck und Grund dafür ist unter anderem eine verhängte Strafe der US-Börsenaufsicht SEC. Die haben nämlich mitgeteilt, dass es Milliardenstrafen in den USA für insgesamt 16 Finanzunternehmen, unter anderem eben die Deutsche Bank, aber auch die Credit Suisse oder die UBS darunter gibt. Insgesamt müssen 1,15 Milliarden Euro Strafe gezahlt werden. Und da geht es um das Thema ungeregelte Kommunikation über Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp. So viel von mir und hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.